Let's get it on, man. Ich bin nicht irgendein Kanack, ich bin der Türke, der dein Leben fickt. Dein Genick bricht, als ob Tyson deine Schläfe trifft. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Wir werden jetzt auf ein Video reagieren von 4-7. Format Big Difference, Deutscher versus Ausländer. Ich bin gespannt. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen bei Big Difference. Suchti-Sponsor, Digga. John Broke, schnell geschaltet. Bitte ein sehr, sehr krasses Battle für euch, was euch sehr unterhalten wird. Und zwar battelt heute ein Deutscher gegen einen Ausländer. Das wird eine Schlacht. Die beiden sind mit Punchlines bewaffnet. Bevor das Video startet, geht nochmal alle auf den Like-Button, kommentiert das Video und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Let's get it on, man. So, kommen wir direkt zum Teilnehmer, dem Deutschen. Er hat heute ein Rap-Battle gegen einen Ausländer. Du hast natürlich nichts gegen Ausländer, oder? Nee, ich esse nur lieber Currywurst wie Kebab. Okay, ihr möchtet euch Haut's? Battle, ne? Sehr, sehr stark. Hast du denn Punchlines vorbereitet? Muss auf jeden Fall aufpassen, Digga, bei der Überschrift. Also bei dem Deutscher versus Ausländer. Gefährlich. Ja, ich denke schon. Okay. Und sei mal ehrlich, hast du schon mal Döner gegessen? Ist unter uns so? Ja. Ja. Okay. Okay, wir sind gespannt auf das Battle. Let's go. So, kommen wir direkt zum nächsten Teilnehmer und das ist der Ausländer. Ich nehme an, du hast nichts gegen... Kerim! Du möchtest einfach nur ein sportliches Rap-Battle machen, oder? Genau, so sieht's aus. Sehr, sehr stark. V7 hat schon so vorgegeben. Ich nehme an, du hast nichts gegen Ausländer, gegen Deutsche, aber du möchtest einfach nur ein Battle machen. Du bist Türke, ja? Yes. Okay, hast du denn Punchlines am Start? 100%, der wird komplett... Sehr, sehr stark. Denkst du, dein Gegner ist sehr gut? Oder nicht so gut? Man darf niemals unterschätzen, aber... Wenn du dich mit einem Boxer vergleichen könntest, wer wärst du? Technik Ali, Bruder, aber... Power von Tyson. Stark! Der ist sympathisch, aber beide sympathisch. Das sollte ich hören. Let's motherfucking go, wir sind sehr gespannt. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7, wir sind immer noch bei Big Difference und... Wir haben heute ein ganz, ganz krasses Battle für euch. Und zwar battelt heute Deutscher gegen Ausländer. Macht einmal Lärm für dieses krasse Battle. Ich hab richtig krass Bock. Wir sind immer noch in der Shisha-Bar. Bless, Rheinstraße 72. Kommt alle vorbei. Und der Deutsche wird anfangen. Let's motherfucking go. Der Besitzer von der Shisha-Bar, genau wo der Beat gedroppt hat, hat er diesen gemacht, guck mal. Bock. Wir sind immer noch in der Shisha-Bar, Bless, Rheinstraße 72, kommt alle vorbei und der Deutsche wird anfangen. Let's fühl ich, so eine Sache fühl ich. Fucking go. Yeah, yeah, yeah. Bisschen lauter. Turn up the mic, man. Schönen guten Tag und Merhaba, Chef. Einmal Kebab ohne Schaf, sonst mit allem komplett. Und mach mir das Fett. Mach mal extra viel Soße, denn danach leck ich deine Freundin. Vielleicht schmeckt mir dann die Dose. Ich muss kundtun. Du Punker bist nichts und mach das nächste Mal den Mund zu, wenn wieder Ramadan ist. Deine Freundin wollten Deutschen, deswegen konnte ich sie flachlegen. Sie reitet tat, als würd's dafür einen deutschen Pass geben. Steht ein Deutsch. Die deutschen Passiv-Vibes oder was, Digga? Versteh nicht mal dein Gerede, Digga. Bin ich hier in China? Battle ich einen Chinesen? Ein Blick auf dich reicht und Jessel Broke versteht, dass ich bei dir um das Produkt deiner Cousine Nähe dreht. Deutsche werden Architekt, Bundeskanzler oder Dealer. Bei dir ist 50-50, Bruder. Machst du Kebab oder Shisha? Wenn es regnet am Tag, bestellst du Tee in der Bar und regelst mit deiner Cousine ihren Ehevertrag. Niemals würden wir... Outs, leichte rassistischen Vibes kommen auf jeden Fall schon hoch, Digga. Muss ich hier sagen an der Stelle. Deutschen sowas betreiben, bei Hochzeiten sind zwei Familien, doch bei euch gibt es nur eine. Stolz präsentiert er den Tanz mit...
Partner. Der DJ spielt Sweet Home Antalya. Ihr seid der Grund für diese sichere Handtaschen. 51 Cussings, 50 sammeln Pfandflaschen. Aber ihr findet Familiengründen so fair. Mit jedem Tag gibt es einen neuen Hartz-IV-Empfänger mehr. Deine Freundin, die lutscht so viele Jaraks. Ihre Brust. Der ist auf jeden Fall dabei, Alter. Der ist drin. Guck mal, die Jungs, Alter. Die verstehen keinen Spaß, glaube ich. Nein, was ich sagen wollte, der Rapper ist auf jeden Fall mit Emotions am Start. Nach 187 Tabak. Sie will meinen Eiran schlucken, nur um meine Line zu schnupfen. Sie will keine Sucuk mehr, sie will jetzt nur noch Weißwurst lutschen. Ich weck deine Freundin, doch die Kachba schmeckt kacke. Danach Knoblauchsoße, um Geschmack wegzuwaschen. Erwischt er mich. Okay. Hier im Bett bewahre ich locker die Haltung und sage Merhaba, Merhaba, Salam Alaikum. Salam Alaikum. Geil, Deutsch, also dieses. Aber ey, nicht schlecht, Bro. Stark, stark, starke erste Runde von dem Deutschen. Macht einmal Lärm. Bombe, Bombe. Kommen wir direkt zu der zweiten Runde vom Ausländer. Let's motherfucking go. Zweite, erste vom Ausländer, ne? 100 drückt auf Play. Jetzt kommt der Hauptschulabbrecher ohne Integration. Frankfurt, Messerstich, einzige Interaktion. Kleiner junge Mann, ich hab nen Ballermann dabei. Und fick deine Freundin im Trikot von Galatasaray. Mach mal ne Pause, während ich mein Jib betrau. Der ist krass on point, Alter, Digga, ich schwör's dir. Gute Emotions auch drin gehabt. FFM ist am Start, Digga, was soll ich dir sagen? Nach der Messer Eden, man. Partyfest, du freiwillig nach Hause, Krummfeige glänzt auf dem Mercedes-Benz. Was für Olaf Scholz, Erdogan ist mein Präsident. Ey, du bist zu deutsch, Junge. Und das fickt dich gerade. Die Bravo-Hit-Parade ist deine Wix-Vorlage. Es fliegen 3-4 Patronen auf den peinlichen Vogel. Fragt man ihn, bist du deutsch? Sagt er nein, ich bin Pole. Du bist wie. Er hat auch voll die krassen Emotionen drin, Digga. Beide auf jeden Fall mit allem, was sie haben, drin, ne? Fühl ich. Junge, du kriegst Karotten in den Arsch. Du bist ein Lauch, ein Armanier, ein Kartoffelsalat. Ich bin ein Kenneck-Moruk. Ich komm mit 80 Leuten, krieg deutschen Pass gesponsert von deiner Freundin. Und ich bin ein Kenneck-Moruk. Ich komm mit 80 Leuten, Alter. Der ist da, Digga. Bauchtasche immer noch, weil ich ein Ticker bin. Junge muck net uff, weil ich behindert bin. Junge muck net uff, lange, das ist halt auch meine, das ist halt, das ist meine Ecke, weißt du, was ich meine? So, deswegen, so man fühlt. Was ist los, du redest mir viel zu viel. Mein Flow kommt, ballert und schießt, du bist so ein komischer Allmann. Gehst um 9 Uhr schlafen und deine Perle kommt blasen in den Seitenstraßen. Ey, die Mettwurst wird hier lebendig begraben. Ich bin wie Asthma, ich schraub dir die Luft weg zum Atmen, Fotze. Boah, Digga, der ist halt voll aggro, Bro. Kommt an, kommt auf jeden Fall an. Oh. Allein der Blick schon, Digga, er rappt um sein Leben, sowas feier ich. Ganz, ganz stark, ganz, ganz stark. Mach. Gute Technik, auch guten Flow gehabt. Ein bisschen besser als der erste. Aber beide cool, muss ich sagen. Beide gutes Niveau. Und ich habe beides in mir vereint, ne? Ich bin halb deutsch, halb Afroamerikaner. Also ich bin quasi Deutscher und Ausländer. Mach da mal Lärm für den Ausländer. Ganz, ganz, ganz krass. Hier sind alle versammelt, alle Städte versammelt. Let's motherfucking go. Deine Eltern waren Gastarbeiter. Du machst ihren Job im Land als Bastard weiter. Wie deine 7 Brüder, 6 davon im Knast gescheitert. Die geht dir ab und zu besuchen, wenn der Spaß mal Zeit hat. Und bist du nicht zu Hause, Jessel blockt bei dir an. Deine Freundin ist zu Hause und nennt mich gerne in Empfang. Ich verspreche dir eine Reise von SB bis Rotterdam. Lass beim Ficken richtig Deutsch schlappen und die Socken an. Alle meine Freunde ficken alle deine Freundin. Und OnlyFans bekommt eine ganz neue Bedeutung. Schau mal die Fotos von deinem Babe bei Instagram. Nacktes Fleisch ist doch verboten, nacktes Fleisch ist der Ram. 5 Kilo Kokaine, AMG und BMW, so beginnt jedes deiner Lieder, endet mit nem Lelele. Er macht auf Rolli, 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 AMG und guten Schnee. Aber kommt ihr dann mit Dreck, wenn es um gute Ware geht? Eigentlich denkt ihr, er wär.
Flow ist nicht schlecht, aber die Punches sind nicht da irgendwie. Nimmer der Boss spekuliert auf eine Nebenrolle. Bei Verblocks, doch jetzt gehen die Lügen nicht mehr fit. Er denkt immer nur an Jarax, wenn er Dürrem Döner ist. Die Dolken Weltmeister, davon könnt ihr ruhig träumen. Alle eure. Er denkt nur an Jarax, wenn er Dürüm-Döner isst, na Mann. Spieler spielen für Deutschland, macht alle nur das Gleiche, wird gar nicht unterscheiden, gleiche Looks, gleiches Aussehen. Ihr seid stundenlang am Schwarzarbeiten, kennt weder Pausen noch Arbeitszeiten. Deutsche Gesetze sind doch eh dumm. Aber du gehst zum Anwalt mit deiner Aufenthaltsgenehmigung. Unterbrich mich nicht, wenn ich dich zerstöre, sonst melde ich dich sofort der Ausländerbehörde, weil du Spaß dich den Tag triffst. Fick 4-7 deine Ho, während du in Abschiebehaft bist. Oh! Haut's einfach 4-7 mit einmischen, auf seine Seite ziehen. Sehr, sehr stark. Digga, ist cool. Er kommt nicht so krass bei mir an, aber man merkt, er ist da so. Er versucht sein Bestes und so. Scheint auch ein sympathischer Dude zu sein. Deswegen, Respekt. Vom Deutschen. Macht einmal Lärm für den Deutschen. Edin kommt auf jeden Fall weiter. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. So, kommen wir direkt zu der zweiten Runde vom Ausländer. N100, drück auf Play. Ausländer Edin, man. Bin Ausländer, drück 100 Kilo auf Hattelbank, mach Urlaub. Das erinnert mich halt so voll an diese alten Raps, so Chata und so. Weißt du, was ich meine? Der hat irgendwie voll diese Vibes, Digga, Alter. Alanya, net auf Ballermann, ab Straße im Blick, so wie John Gotti. Du bist ein deutscher Pedo, so wie Jo Olli. Fick dein tolerantes Gelaber, du Kartoffelland. Irgendwie hat der so eine Ausstrahlung, ich weiß auch nicht warum, aber man geht direkt so mit, Alter. Flow Genki Dama nach dem Battle, brauchst du ein neues Gesicht? Du bist wie eine kleine deutsche Bitch, wirst vom Kenneck zerfickt. Alter, wow, was für ein Brüller du bist. Wir haben Großfamilien, ihr habt nur Müller und Schmidt. Geh dahin, wo du herkommst, du Scheußling. Okay, ich geh zurück ins Schlafzimmer deiner Freundin alle. Allmanns sehen gleich aus, ich kann euch nicht unterscheiden. Wenn ich nicht rap, leg ich meistens im Hotel rum, unterscheiden. Der Deutsche, der wird hier richtig gequält. Den einzigen Ara, den ich kenn, gibt's auf hiphop.de. Ich mach den Club hier gleich zur Hotbox. Wesh, also verpiss dich, du Fotzkopf. Du kleines Würstchen, ist deine Stöhne am Tunnel. Und dann Fasching, gehst du geschminkt wie ne Nutte. Ich fick gesetzt, lang ich quäl den Allmann. Nach dem Battle zieht die Kachbar hinter Bagdad. Ich trag Lasten auf Schultern wie Abzeichen. Du die osmanische Backpfeifen. Bring mein Fußwasser, du Metwurst, fresse dein Gesicht. Verletzt schon die Menschenrechte. Einfach Bock auf Beulerei jetzt bekommen, ich schiss dir, ne? Dein Ende blonder, jetzt ist Sense blonder. Trenn dein Kopf vom Hals wie ein Helikopter. Hab mehr Lines im Kopf als Junkie. Du halbstarker Nazi, wirst gekillt wie Gaddafi. Ich spreng deine Party und wir distanzieren uns natürlich auch an jeder Art von. Distanzieren uns von, also von jeder Art von Rassismus hier an der Stelle, ja? Dein Leben, du wünschst dir, du wärst mir niemals begegnet. Ich bin nicht irgendein Kanack, ich bin der Türke, der dein Leben fickt. Dein Genick bricht, als ob Tyson deine Schläfe trifft. Mutterficker, Mann, ich fick dein Leben, du wünschst dir, du wärst mir niemals begegnet. Ich, die Aggressivität und die Aussagen, wie er diese Lines droppt und so, die kommen halt an. Delivery ist sehr, 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 sehr wild bei dem Bre. Lines, Bruder, die ein oder andere Line war auch sehr, sehr geil. Waren ein, zwei Lines dabei, wo ich sage, ah, ist okay, aber die Delivery und die Technik, die haben das halt alles wettgemacht, so. Deswegen, für mich war der Ausländer der deutlich stärkere an der Stelle. Ganz, ganz. Was sagt ihr, Chat? Eins für den Deutschen, zwei für den Ausländer. Let's get it on, man. Heftig. Mach nochmal Lärm für den Ausländer. Bomben-Battle, Bomben-Battle, ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Wir sind raus. Gutes Format, gute Folge meine ich. Sehr gute Folge wieder.